Gottes. Ich predige heute gerne, Veränderung liegt in der Luft. Alles kommt und geht, aber die Absichten Gottes für unser Leben bleiben unverändert. Und die Veränderung kommt nicht von eurem Pastoren-Ehepaar-Idee, sondern Initiator jeder Veränderung und Entwicklung ist der Schöpfer Gott selbst. Ich werde heute aus Jesaja lesen, Kapitel 43, Verse 16 bis 20, aber erstmal Vers 19 lese ich: Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf, seht es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in Einöde entstehen. Für uns in Deutschland über Wasser, über Regen ist kein Problem. In Israel sieht was ganz anders aus. Für uns ist in Hannover Vormittag regnet es links, Nachmittag rechts. Immer wechselhaft das Wetter. In Israel, das ist aber ganz anders, sieht das aus. Sie haben viel Trockenheit und sie, und Gott sagt, schaut nach, was sich das entwickelt. Einer unserer Kinder fragte mich, Papa, wie geht's dir? Ich antwortete, kennst du solche Momente, es ist noch Sommer, es ist noch warm und dennoch riecht es schon nach Herbst. Seine Antwort darauf war, oh ja, das verstehe ich sehr wohl, sogar seinen Geruch kenne ich. Und was machst du jetzt damit, Papa, mit dem Geruch des Herbstes in deinem Leben? So, mein Sohn, meine Antwort darauf lautet, mein Sohn, ich werde mich wieder auf das Unbekannte Neue einstellen und das Neue umarmen und willkommen heißen. Denn das, was ich hatte, kann und ich will nicht festhalten. Wir können in der Vergangenheit schauen, um zu lernen, aber nicht um zu leben. Denn leben müssen wir nach vorne, weil in der Vergangenheit kein Leben gibt. Vergangenheit ist dafür da, dass wir lernen aus der Vergangenheit, neue Erfahrungen sammeln. Aber in der Vergangenheit gibt es kein Leben mehr. Vergangenheit ist tot. Vergangen. Kein Leben mehr. Und wenn ich rückwärts gewandt lebe, bringt mir nichts. Auch mit 65, meinem Alter, bringt mir nichts, darüber zu träumen, wer ich war. Ich war früher Gewichtheber. Mit einer gesagt, du warst Gewichtheber, was hast du gestemmt? So, Vergangenheit, tot. Ich sage, früher war ich muskulös und jetzt bin ich muskulos. Was nutzt es, darüber zu reden, was man war? Also, Veränderung liegt also in der Luft. Und nun, was soll ich damit machen? Und der Prophet Jesaja spricht zu einem Volk, was im Exil in die Gefangenschaft ist. Und dieses Wort ist schon 100 Jahre alt, das Wort über 100 Jahre, prophetisches Wort, beginnt jetzt wirksam zu werden. So ist Gott mit prophetischen Worten. Er spricht und wir denken, jetzt kommt's. Aber es ab und zu vergehen Jahre. Erstens sagte er, was sollen wir machen? Schau nach vorne. Jesaja 43, Vers 16 und 18. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bannte, einen trockenen Pfad durch mächtige Fluten. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Grübeln heißt das eigentlich eigenes Grabschaufeln. Grübelt nicht über das Vergangene, sagt er. Sprich darüber, ich bereite was Neues. Israel befindet sich in einem kritischen Punkt, auf einem kritischen Punkt. Das jüdische Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem ist 587 vor Christus von babylonischer Großmacht vernichtet, geschlagen worden und in Exil verschleppt worden. Die Stadt ist zerstört, der Tempel ist zerstört, Menschen wurden verschleppt. Eine Situation der Hoffnungslosigkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. War irgendjemand von euch schon mal in Gefangenschaft? Ich auch nicht, Gott sei Dank. Aber wir können uns versuchen, nachzuvollziehen. Ich wurde mal nur verhaftet für die Predigt des Evangeliums. Nur 2 Tage wurde ich dann befragt, hat mir schon gereicht. Das war in Russland, wurde ich verhaftet. So, das waren mal Zeiten. Okay. Schaut nach vorne, sagt der Prophet. Von diesem Motto sollten wir uns leiten lassen und leben lang. Ist das ein Erinnerungsverbot? Nein.
Er fordert das Volk auf, sich dankbar an das zu erinnern, was er in ihrer Mitte gemacht hat. Sie sollen sich erinnern, wie er sie bislang auch sogar aus Ägypten, aus Vergangenheit geführt hat. Also er ist fähig, auch sie aus dem Babylon zu führen. Er ist Gott, der fähig ist, Wunder zu tun. Schauen wir, wir versöhnen uns mit unserer Vergangenheit. Wir sind dankbar, schauen wir zurück in die Vergangenheit, wie Gott das alles schon gemacht hat und wie er geführt hat. Das allgemein für uns ist bekannt, dass wir nichts festhalten können. Wir üben Leben lang im Loslassen und irgendwann lassen wir auch das Leben los. Und bis dahin leben wir und üben wir im Loslassen. Und wenn wir loslassen, sind wir offen für das Neue. So spricht der Herr, das Wort Gottes hat Autorität auch in unserer Zeit. Wie Pastor Markus hat heute uns anschaulich vor Augen geführt. Wir bekommen kein Beratungsangebot vom Schöpfer Gott, sondern keine Empfehlung aus seinem Buch, sondern aus seinem Wort, was Macht und Autorität damals und heute hat. Es ändert sich nicht. Und dieses Wort ermutigt uns, Menschen zu lieben. Menschen zu lieben, nach vorne zu schauen und auf das Neue zu achten, was Gott schenkt. Wieso sagt er, dass wir nach vorne schauen sollen? Weil der Impuls der Veränderung von Gott ausgeht. Er ist derjenige, der an unserer Entwicklung, unserem Weiterkommen interessiert ist. Das ist Gott, der nicht rückwärtsgewandt, nicht ständig Vergangenheit und Wunden sammelt, sondern sagt, nein, er liebt Menschen. Und ihr als Kirche habt gelernt, Menschen zu lieben. Und das macht euch aus. Auch Karl, du hast das sehr intensiv investiert in eure Kinder. Und das haben sie verinnerlicht. Wir lieben Menschen, denn das, was du liebst, das bekommst du auch. Hallo? Denn das, was du liebst, das kriegst du auch. Liebst du Menschen, wird Gott euch Menschen anvertrauen. Denn das Beste, was Gott hat, das sind die Menschen. Nicht Gebäude, hast du richtig gesagt, nicht Gebäude, nicht die Bäume, sondern Jesus ist gekommen für Menschen auf diese Erde. Und einer von unseren Söhnen heißt auch Johannes, der Junior, so großer, nicht so wie ich, abgebrochener Riese, so ein großer. Eines Tages kommt er zu mir und sagt, Papa, ich will Türken zu Christus führen. Ich sage, dann liebe sie doch. Ach Vater, ich kann sie nicht aufstehen. Ich sage, also mein Sohn, denn das, was du liebst, kriegst du auch. Man muss in das Reich Gottes hineinlieben, nicht hineinprügeln. Hineinlieben. Ja, was soll ich machen? Geh zur Dönerbude, ob sie das schöner macht, weiß ich nicht, aber geh dahin. Zweiter Punkt, mach dich auf den Weg. Also, mach dich auf den Weg. Er machte sich auf den Weg und eines Tages kam er zurück zu mir, einem türkischen Mitbürger zu mir und sagte, Papa, er will sich nicht bekehren. Ich sage, mein Sohn, seit wann ist die Bekehrung eine Sache der Theologie, des Verstandes? Bekehrung ist das Herzensangelegenheit. Da schaue ich den jungen Mann an und sage, schau mir in die Augen. Er guckt mir in die Augen und sage, Jesus, öffne ihm die Augen, damit er aus der Finsternis in dein Licht sich entscheiden kann. Apostelgeschichte zitiert. Er guckte mich mit aufgerissenem Mund auf und sagte, jetzt verstehe ich, was er sagen wollte. Liebe Freunde, er sagt, und jetzt kannst du ihn zu Glauben führen. Und jetzt hat er sagte, jetzt predigt er überall und sagt, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Wenn ich Menschen anschaue, es blutet mein Herz. In Reich Gottes hinein, lieben, mach dich auf den Weg. Jesaja 43, Vers 19 und 20. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in Einöde entstehen. Da, wo nichts läuft, da kommt das Leben. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken. Ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Gehen oder bleiben, das war die Frage.
Sie haben 70 Jahre sich eingerichtet. Sie haben Häuser gebaut. Sie haben alles gemacht. Sie haben Geschäfte betrieben, Juden ebenso. Sie haben Geschäfte betrieben. Sie ging es gut. Und jetzt kommt ein prophetisches Wort. Sie haben sich doch eingerichtet. Liebe Freunde, wer sich einrichtet, der richtet nichts mehr aus. Mach dich auf den Weg. Sitzen oder gehen, arbeiten oder zuschauen. Und Prophet fordert auf und sagt, mach dich auf den Weg. Es lohnt sich nicht. Gott hat bessere Verheißungen für euch, als ihr euch vorstellen könnt. Wir wissen, was wir haben, dachten sie bestimmt. Aber das, was der alte Prophet hier erzählt, ist weit weg und noch nicht greifbar. Wie oft kommen Menschen zu mir und sagen, ja, Johannes, der Herr sprach zu mir, ich habe Prophetie. Und er sagt, und was hast du damit gemacht? Nichts. Viel Spaß. Prophetie ist kein Pokal, sondern Samen, was in die Erde gepflanzt wird und bearbeitet wird und bearbeitet wird, bis es wächst. Wachstum gibt nur einer, aber wir müssen arbeiten. Die Dame da, mag ich dich zu mir rufen oder machst du nicht? Du musst gar nichts, wir sind im freien Land. Wenn du möchtest. Wenn wir über das Vergangene loslassen, liebe ich das Wort Schale machen. Mach mal Schale mit deinen Händchen. Genau, du bist freundlich mir gegenüber. Du hast mich so freundlich begrüßt, deswegen sprach ich dich an. Das heißt, die Vergangenheit, stellt euch vor, die Vergangenheit, das ist die Schale deines Lebens. Sie ist voll. Sie ist so voll, dass nichts Neues reinkommen kann. Was kann man ändern jetzt? Was sollte man machen? Die Schale umdrehen. Loslassen die Vergangenheit. Und jetzt dreh mal wieder um. Und jetzt kann Gott was Neues reinlegen. Nicht mit voller Schale, mit leerer Schale. Auch euch zu Hause, auch hier empfehle ich, eure Schale des Lebens mal zu entleeren. Wie kann man von alten schlechten Erfahrungen loslassen, indem man gute neue macht? Und so segne ich dich, dass dein Dienst wieder angenommen wird. Ich segne dich, dass die Freude deines Herzens hier nicht vergessen wird. Und der Wohlgeruch des Himmels wird neu belebt werden in dir. Und dieses Gesicht wird strahlen, sprich Gutes, segne, 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 damit das Dürre wieder sich entwickeln kann. Dafür segne ich dich in Jesu Namen, dass die Kraft Gottes auf dich kommt. Ist das gut? Hat sich gelohnt, zu mir zu kommen? Yes. Und jetzt reiche ich die Hand als Mann Gottes zur Frau Gottes. Komm mit mir auf neue Ebene. Sei gesegnet. Wie gut, ne? Ein Ehepaar da hinten, zweite Reihe. Ehe, kommt mit, danke, zu mir. Ihr als Ehepaar in zweiter Reihe. Ja. Ja. Pastor, darf ich das? Magst du zu mir kommen oder willst du mich nicht? Du bist schon da. Ich reiche die Hand. Ich reiche dir die Hand. Sei willkommen im Arbeitslager des Herrn. Gott sucht keine Zuschauer. Er sucht Malocha. Und ich segne dich, dass du richtig zuhaust, arbeitest, Loblieder singst zur Ehre Gottes und Menschen. Das kannst du. Und diese Fähigkeit setze ich frei in dir. Dass die Freude am Herrn deine Kraft ist. Du wirst treu und zuverlässig sein. Versprochen? Versprochen? Du wirst die Bibel lesen und lieben. Das kannst du jetzt nicht mehr anders. Du hörst den Ruf des Herrn, deines Gottes, Mann Gottes. Und du, Dame, mach Schale. Auch dich segne ich. Lass alles los, Mädchen. Loslassen, genau. Und lass dich fühlen. Du auch, komm.
du auch. Vater Gott, ich fühle sie, ihre Hände, mit Kraft, Autorität, Liebe, Gelassenheit, Freundlichkeit und Güte des Herrn. In Jesu Namen. Amen. Ich kenne euch nicht, deswegen ist es so einfach, euch in die Aufgabe des Herrn hineinzulieben. Prophetischer Dienst ist dafür da, Menschen hineinzulieben in die Möglichkeiten Gottes. Soll ich weiter predigen? Ja. Also, was wollte ich erst erzählen? Also Gott wird euch Menschen schicken, die Prophetien, die Gott euch gegeben hat, das ist wunderbar, aber schau dir noch das an, was der Prophet uns anbietet. Eine Wüste, kein Wasser, nichts Grünes, keine Bäume, da kann doch schlechtes Leben entwickeln. Genau dahin, wo kein Leben ist, genau dahin schickt Gott Leben. Da, wo es ist, brauchen wir nicht mehr. Neues schaffen. Da, wo nichts läuft, Gott schafft Neues. Ihr kennt doch dieses Sprichwort, ich weiß es nicht, ob es aus Deutschland ist, woanders. Man heiratet junge Frauen, weil sie hübsch sind. Alte Frauen sind hübsch, weil sie geliebt werden. Willst du eine alte, hübsche Frau haben? Liebe sie. Und wir sind fähig, das zu machen. Aber die Frau kommt auch nicht ungeschoren davon. Man heiratet Männer, weil sie überzeugt sind, voller Testosteron, überzeugt, voller Tatendrang. Die alten Männer bleiben überzeugt und voller Tatendrang, weil sie bewundert werden. Bewundert eure Männer. Und wenn sie das auch nicht verdient haben. Wie oft sagen Frauen, sie haben das nicht verdient. Sagen, wenn sie verdient, kann jeder bewundern. Fang jetzt an. Schafft Neues in eurer Familie. Schaut euch an zu Hause und schaut nicht zurück. Und beschimpft nicht, was war, sagt Jesaja. Sprecht nicht, was alles falsch gelaufen ist, sondern schafft was Neues. Macht euch auf den Weg. Gott hat eine schöpferische Kraft in unser Leben und er gibt Wasser und er gibt Freude, nicht nur für uns, sogar dass die Tiere werden sich erfreuen, wenn Menschen sich für Christus entscheiden. Wer sagt man so ein Sprichwort, wenn ein Bauer oder Landwirt sich für Christus entscheidet, sogar sein Vieh bekommt das mit. Er schreit nicht mehr und prügelt nicht mehr. Und die Natur bekommt das mit. Sogar die Vögel bekommen das mit, weil Christen sich damit sehr gut auskennen, ein Segen zu sein. Ein Weg des Glaubens. Ein Weg der Möglichkeiten Gottes, wo keine Hoffnung, keine Perspektive mehr vorhanden ist. Genau dahin kommt Gott. Jeder Mensch, jede Gemeinde erlebt Veränderungsprozesse, die dazu führen, gewohnte und sichere Wege zu verlassen. Ach, liebe Freunde, ich liebe Veränderungen, solange sie andere Menschen betrifft. Aber wenn das sie mich betreffen, liebe ich nicht. Aber Gott möchte mit uns seine Geschichte schreiben, deswegen lässt er uns ein. Doch um Neues zu erschließen, um den Auftrag erfüllen zu können, ist es erforderlich, Altes loszulassen. Schale öffnen. Schale öffnen. Es ist nicht so konstant wie die Veränderung. Wenn du Konstanz suchst in deinem Leben, das ist die Veränderung. Es ist Konstante Gottes. Oder Thomas von Aquin sagte, für Wunder muss man beten, für Veränderung hart arbeiten. René und ich sind seit 17 Jahren in Israel unterwegs. Vor 17 Jahren waren wir erstes Mal da. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Kennt ihr sowas? Das Wort Gottes kommt, dass du, ja, Begeisterung, die Phase der Euphorie war da. Jetzt komme ich. 17 Jahre, 13 Jahre, erstes Mal, wir waren da, ich habe gepredigt in 10 Städten, 21 Tage, bis zum Nasenbluten, nichts passiert. Und jedes Jahr flogen wir dahin und ich hatte keine Lust, dahin zu fliegen. Also Gott, du hast versprochen, muss doch passieren. Aber ich habe einen verlängerten Arm an meiner Seite, einen verlängerten Arm Gottes, Irene, an meiner Seite. Jedes Jahr sagt sie, Johannes, mach dich auf den Weg.
steh auf, deine Erfahrungen. Sag, ich habe keine Lust, ich bin so ein Halbschwabe, weißt du, so Sparfuchs, das kostet viel Geld, ich will das aber nicht. 13 Jahre, nicht so, 13 Jahre Arbeit, Ängste, Hoffnungslosigkeit, keine Perspektive. Nach 13 Jahren eine Gemeinde ist entstanden. Mittlerweile haben wir 5 Gemeinden, 2 Gemeindegründungen. Zum Herbst fliegen wir dahin, wir haben 10 Gemeinden. Nach 17 Jahren entstand zum ersten Mal in der Geschichte der Israel ein Pfingstbund. Und die Botschaft geht aus Deutschland nach Jerusalem. Die Veränderung muss man arbeiten, lieber Freund. Das habt ihr gemacht. Ihr habt schickes Gebäude gebaut, deswegen. Drittens, und wenn wir uns aufmachen, das Alte loslassen, erlebe die Kraft des Neuen. Vers 21. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Gott sagt, ich habe mein Volk erschaffen. Ich sei dafür da, hier im Gospelforum, Gospelhaus. Sorry, Gospelhaus, ich habe mich rechtzeitig, ne? Gospelhaus hier, vergibst du mir, ne? Gospelhaus, auch zu Hause, in dem Haus, wo du bist, wieder zu erschaffen, von Gottes Ruhm zu erzählen, Geschichte zu erzählen. Wer kennt man eine Kirche? An den Geschichten, die sie gegenseitig erzählen. Erzählt gute Geschichte über Eheleute, übereinander zu Hause, über Gemeinde. Wer kennt man, wie die Familie zu Hause über Pastoren-Ehepaar spricht? Am Verhalten eurer Kinder gegenüber euren Pastoren-Ehepaar erkenne ich sofort, welche Geschichte zu Hause erzählt werden. Wir waren mit Irene in Syrien, ich habe bei der Bundeskonferenz schon die Geschichte erzählt, der hat mich so geprägt. In Syrien, Damaskus, Krieg, Zerstörung, Mord, wie in Ukraine jetzt in dieser Art. Und ich predigte in der Gemeinde und da kam nach dem Gottesdienst eine Familie mit 2 Kindern auf mich zu. Wir saßen im Büro, Pastor da, seine Frau, saßen wir da zusammen. Und 2 Mädchen, eine 8, glaube ich, eine 6, schauen mich an und lächeln mich an so. Aber ich verstehe kein Arabisch. Und sie verstehen auch kein Deutsch, kein Russisch, kein Englisch. Russisch kann ich sehr gut, konnte es auch nicht. Und da schauten sie mich an, den alten Opa, Johannes. Aber ich wusste nicht, was sie von mir wollen. Sie streiten und dann machen sie so. Sofort habe ich kapiert, ohne Worte, was sie wollen. Sie wollen von dem alten Mann gesegnet werden, weil die Eltern zu Hause gut gesprochen haben. Ich nahm sie auf den Schoß, die Eltern waren da und ich betete für sie, prophezeite über sie und die Freude war riesig. Erzählt zu Hause gute Geschichten über eure Kirche. Erzählt einander gute Geschichten, weil in gutem Segnungswort ist der Herr dabei. Nicht in Fluchworten ist Gott dabei, im Segen. Seht ihr es nicht? Fordert der Herr Israeliten auf, macht doch auf den Weg. Ganz offensichtlich merkten sie das überhaupt nicht. Deswegen muss der Prophet sprechen. Seht ihr das nicht? Das Neue, das er gibt, ist der Weg und das Wasser. Diese Aussage Gottes hat Jesus Christus aufgenommen, der von sich sagt, in Johannes Evangelium 6, 34 und 35. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Liebe Freunde, wir wissen alle, der größte Neuanfang in meinem Leben war die Entscheidung für Jesus Christus. Ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit, ich rede von Christuszugehörigkeit. Der neue Beginn, mit Gott zusammenzuleben, ist eine Entscheidung für Jesus Christus. Und dieser Neubeginn bleibt nicht stehen, sondern stets in Entwicklungsprozess. Das heißt, ich bin wachse in der Gnade des Herrn unseres Gottes. Was soll ich tun, um diesen Anfang starten? Das ist die Frage.
Ich habe mich entschieden, das Angebot Jesu anzunehmen und das Alter hinter mich lassen. Ich will meine bisherige Denkweise überprüfen und ändern, muss meine Sicht über mein Leben verändern. Auch über mein Leben muss ich meine Sicht verändern. Auch du über dein Leben. Liebe Freunde, Israelis, ich bin mit Ihnen sehr gut unterwegs, sagen zu mir, es gibt Sprichwort, wie kann man Gott zum Lachen bringen? Zeig ihm deine Träume. So mickrig sind sie. Sie sind sehr mickrig, deine Träume. Gott schreibt mit uns seine Geschichte. Genieße die Kraft des Neuen, das Volk, das zum Ruhm Gottes erzählen sollte. Letzte Geschichte, damit wir bei der Kraft des Neuen genießen können. Ich bin aufgewachsen in einer baptistischen Familie, Pastorenfamilie. Mein Papa hatte 11 Kinder. Ich bin so ein Sandwichkind in der Mitte. Druck von oben, Druck von unten, überall Druck. Deswegen bin ich so stabil geblieben. Und mein Papa rief mich zu sich vor circa 33 Jahren, als ich noch jung dynamisch war. Oder sogar länger, oder 35 Jahre. Doch, 36 Jahre her ist. Mein, die Zeit verfliegt, wo ist sie geblieben, die Zeit. Und er sagte, mein Sohn, ich sende dich in Land meiner Vätern. Ich segne dich, wie Josef gesegnet worden ist und du wirst groß sein. Hol meine ganze Familie nach Deutschland. Gott wird dich vor Königen führen. Du wirst großer Mann Gottes werden. Und ich dachte, oh Papa, ich weiß, dass du mich liebst. Aber ich bin in einem Dorf aufgewachsen mit 4000 Einwohnern in Kasachstan, in der Nähe von Mongolei. Wie kann es sein, Gott, dass du diesen kleinen Knaben, der irgendwo in nichts nach Europa führen wirst, Gott, ist das möglich? Das letzte Wort hat Gott. Liebe Freunde, mein Papa ist schon 34 Jahre beim Herrn. Sein Gebet wirkt immer noch. Liebe Freunde, unsere Gebete werden uns alle überleben und überdauern. Meine Geschwister kommen nach und nach alle zum Glauben. Und wenn du betest für deine Familienangehörigen, Gott vergisst nicht deine Gebete nicht. Und als ich in der Knesset saß, mit Politikern im Bundestag zusammen, erinnerte ich mich an meinen Papa und dachte, wie großartig ist unser Gott. Lass los deine Vergangenheit. Mach dich, steh auf, mach dich auf den Weg und fang das Neue mit Gott zu gestalten. Die Kraft des Neues ist in Offenbarung 21, Vers 5. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Ich fasse zusammen und bete ich gerne mit euch. Was meint ihr damit? Das Erste, was vergangen war, geht vorbei. Und Gott möchte jede Trennung zwischen Gott und Menschen aufheben und sagt, alles, was war, Trennung zwischen Mensch und Gott ist vorüber. Und liebe Nicole, lieber Markus, Gott wird euch Menschen schicken, von überall, von allen Seiten, weil ihr verstanden habt, in eurem Geist und eurem Herzen, er gibt es nur um eine Sache, um Erlösung. Und wenn es nur um eine Sache geht, liebe Freunde, da steht uns der ganze Himmel Gottes zur Verfügung. Da müssen wir nicht betteln. Gott ist mit uns. Sagt sie, ich schaffe Neues. Seht hin, ich mache etwas Neues. Jesus verließ die Welt mit einem Schrei, damit wir Frieden und Hoffnung haben. Merkt ihr das nicht, dass der Frühling Gottes in der Luft ist? Der Frühling liegt in der Luft. Wir verlassen das mit Kraft Gottes. Ich bitte euch aufzustehen. Veränderung liegt in der Luft, aber der Frühling Gottes ist auch schon in der Luft. Er beginnt was Neues. Er sagt, schau nach vorne, der Prophet, mach dich auf den Weg und erlebe die Kraft des Neuen, ob das zu Hause ist oder in Familie
oder woanders auf der Arbeit. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, hier auch, das gilt auch für Sie zu Hause und für jeden von uns. Öffne die Schale deines Lebens und lass los. Und jetzt hört bitte auf die Stimme Gottes in eurem Herzen. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht, du merkst innerlich, auch zu Hause, beim Zuschauen, später auch jetzt, dass dieser Gott, der Schöpfer Gott, mich ruft, er zieht mich zu sich. Und ich möchte mit ihm neu beginnen, den wichtigsten Anfang meines Lebens. Dann werden wir gleich zusammen beten, dass dieses Wunder der Erlösung in deinem Leben geschehen kann. Hört auf die Stimme Gottes in eurem Geiste. Ich rede nicht von Kirchenzugehörigkeit. Ich rede von Christuszugehörigkeit. Jesus, du siehst uns alle, die hier sind. Und du siehst auch die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause oder Zuhörer. Auch sie spricht Geist Gottes an. Denn du bist auf diese Erde gekommen, damit der Himmel die Erde berührt. Und an jedem Ort, wo Menschen sich für dich entscheiden, in diesem Moment berührt der Himmel die Erde. Geist des Herrn, ich bitte dich um Wunder Gottes. Wenn hier Menschen sind, die dich noch nicht kennen, lass die Entscheidung treffen für dich. Und die ganze Gemeinde schließt eure Augen, genießt diesen Moment. Und ihr hier in diesem Raum, wenn ihr hier seid und sagst, ja, ich habe verstanden, ich möchte mich heute für Christus entscheiden. Da rufe ich dich wie ein Prophet, Jesaja, ich mach dich auf. Dann zeig mir kurz die Hand, damit ich für dich von vorne beten kann, dass du mit mir dich entscheiden kannst. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus. Kannst du mir kurz die Zeit Hand zeigen, damit ich beten kann? Ich, leider sehe ich die Menschen nicht. Danke. Ist jemand noch hier? Danke. Ist jemand noch? Danke. Ist jemand noch hier, der sagt, ja, ich entscheide mich für Christus. Es ist die Entscheidung, die wichtigste Entscheidung. Danke, dein Beginn deines Lebens, neues Lebens mit Christus. Und alles andere geht weiter voran. Danke euch. Dann ist noch eine Frage. Ist jemand noch hier, der sagt, ich habe die Wege des Herrn verlassen, ich war Kind Gottes, aber ich möchte zurück zum Papa. Dann beten wir gemeinsam auch mit euch. Ist jemand da, der sagt, ja, ich komme zurück zu meinem Papa. Danke. Und jetzt beten wir zusammen, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir beten zusammen Gebete, Übergabe an Jesus Christus. Dafür ist die Kirche doch da, schließlich. Und wenn ihr euch entscheidet, macht das verbindlich. Denn Glaube ist keine private Sache, sondern eine Sache, öffentliche Sache. So wollen wir bekennen gemeinsam. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Und ich sage ja zu dir. Ich entscheide mich für dich. Heute. Zu 100%. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich schenke dir mein Leben. Und ich bitte dich, Jesus, gib mir dein Leben. Gib mir deinen guten Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Danke für die Vergebung. Und ich danke dir für dein Leben. Ich bin dein Kind und du bist mein Erlöser und du bist mein Gott. Wir sind Partner. Amen. Vater Gott, ich danke dir für diese fantastische Möglichkeit, die wir haben, Menschen mit dir zu versöhnen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen, die sich entschieden haben, in Jesu Namen. Und ich danke, dass der Herrlichkeit Gottes auf ihrem Leben ruht. Und sie werden ihr Leben lang mit dir gehen. Sie sollen gesegnet sein. Amen.